I could sleep all day long in this bed. But I'm way too hungry. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Life is Strange 2, Episode 2. Das letzte Mal hier stehen geblieben. Und wir haben mittlerweile The Awesome Adventures of Captain Spirit abgeschlossen. Das Let's Play habe ich ja schon vor dem eigentlichen Haupt-Let's Play quasi, oder zwischen... Ich weiß auch nicht, wann ich es reingeschmissen habe, ob ich zwischen Episode 1 und 2 geschmissen habe. Ich glaube, ja. Haben wir alles abgeschlossen. Jetzt haben wir hier ein Save. Und ich würde sagen, hier liegt Kleidung, die ziehen wir erstmal an. Wir können nur den ganzen Tag im Box herumlaufen. Alright. I'm allowed to go out now. Alles klar. Was haben wir denn hier noch? Papas Bild. That's cool, Claire dug this up for us. That's such a baller in his suit. Also ich weiß nicht, mir wird das immer wieder in den Stich versetzen, wenn ich dann noch Fotos sehe. This is pretty good so far. I love that Steven only has crime and train books. Kate Hay Elkin, verborgene Mäuse. Aha. Öffne deinen Rucksack und überprüfe deine Ziele. Alter in the Forest. Wir haben noch die Kondome. Wasserflasche. What? Wieso sehe ich das Tagebuch erst jetzt? Hier ist ein Jen. Lila. Oh weia. Road. Rules. Und so sehr anpassen. Einige Andenken können zur Individualisierung von Seans Rucksack benutzt werden. Okay. Nein. Was haben wir denn hier? Okay. Und Bandana. Man. I miss that dirty little dog. Er war ja auch süß. Ja, er war ja auch süß. I don't even know how Beaver Creek looks like. Hm, wird es mal Zeit. We're not allowed to get out. Warum nicht? Würfel. That's a cool memento of our secret cabin in the woods. Hm. Handschützer? Thanks, Claire, but I will never wear these things. Die Engelstasche, was ist da denn drin? Ach, hier. Eine Plane. Sein Zeug. Okay. Daniel was training his precision with ease. Fucking awesome. Okay, halt. Das ist meine Tasche. Schlafanzug. Daniel looks like a total thug in his new pajamas. Er nicht. Huch. Was war denn da noch? Yep. Daniel knows how to milk grandma for toys. Good. He deserves to be spoiled. Na klar. Okay. Sean! Finally. Sean, are you awake? Jo. Is almost done, so come down when you're ready, okay? Okay. What's up? Ah, look who's here. But you're too late for the 9:15 express. It's okay. I'll take the next one. It will leave after breakfast. Don't be late this time. I won't. Ach ja. Oh, was haben wir hier? Fuck. I broke this thing like 10 years ago. Oops. I can't believe they fixed it. And kept it. It's been locked ever since we got here. And I kind of don't give a fuck. Okay. Waschen wir uns jetzt mal das Gesicht. Sie liegt ja so ein bisschen
ich sag mal, Wert auf Sauberkeit und so. Und das kann ja auch nicht schaden. Ja, es geht halt schon. I used to hate brushing my teeth. Just like Daniel. Now I can't get enough toothpaste. Ja, wenn man das alles gewohnt ist und plötzlich nicht mehr hat. I saw some teeth in there a few nights ago. I wonder if it's Claire's or Steven's. Das ist so, wenn sie älter werden, die dritten Zähne. Wow. Kommen. They sure did stock us up on clothes for the winter. They have so many pills and stuff to take. Das ist aber wirklich so. Sucks to be old. Ja, ich sag mal so, ich habe einen Opa, der hat auch, ich sag mal, es doof läuft. Den hat es halt doof erwischt. Und wenn der morgens seine Medikamente, der hat so einen Medikamentenplan und der hat so eine komplette Dose jeden Morgen mit Pillen. Ich sitze da, ich sag, ey, wenn du die Pillen weg hast, ey, dann brauchst du auch kein Frühstück mehr, ne? Da bist du auch satt von. Quick. Claire is waiting for us. Ja, nur Moment. It's crazy how everything is neat and tidy here. Alte Griff. Ja, gut, quite sind ältere Menschen. From our last home. Ja. Hope I'll never have to hold on to a bar to take a shit. True. Okay. Bedroom. Sollte ich hier reingehen? Better not sneak in. They won't like it. Hast du auch wieder recht. Boah, so müssen unsere Großeltern. Aber gut, wenn man so verkniffen ist. Dann gehen wir mal runter. We stopped our training session since we got here, so. Sucks. Mhm. Oh my, look who's awake. Good morning, sleepyhead. It's that bed. Feels like a cloud. I know. Na dann, frühstücken wir mal eine Runde. Daniel, breakfast time. Your brother is ready. Grandma, show me your pop star. Steven, your grandson needs to eat now. You can show him the boxcar later. I love how they're getting along. Do you need help or anything? Oh, don't worry. I can do this in the dark. Thanks for the offer. All right, all right. Are you boys done playing? We had an express delivery with the passengers, but the engine broke down. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Schön, wie die beiden miteinander auskommen. Ah, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. As usual. You're the best cook ever. Looks like you're getting cozy with this new country life after all. Mrs. Seattle, das gefällt mir. Hm. Ich will ihn nicht vom Kopf stoßen. Yeah. It's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife, and things have been hard on him and his son. He would just get lost in Seattle. Vermutlich. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Ooh. Cool. Hm. Ja, das wissen wir ja jetzt schon durch die Außenwelt auf Captain Spimmet. Und ja, er geht ja auch hier schon unter, also von daher.
Bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir haben es ja gesehen. Wer es nicht gesehen hat, ich verlinke es mal hier oben. Weiß nicht, ob es Infokarten noch gibt. Wenn nicht, dann kommt jetzt einer an der Stelle. Ansonsten, wenn ich es nicht habe, einfach mal reinschauen. Daniel! Stop it, you crazy! Hey, what's going on back there? Nothing. Daniel! Oh, I thought Steven was a fast eater. Hey, Grandma? I wanted to ask you something. About that locked room upstairs. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? But we'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be loud. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. Daniel needs that. He doesn't know anything about her. I know, poor thing. But his mother isn't in there anymore. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Irgendwas hat sie zu verbergen. Egal, hat Mama euch kontaktiert. It's cool. I don't care. She left us anyway. Yes, Sean. She left all of us. Anyway, you have to respect my rules under my roof, okay? Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Steven has the key. Danny, old freak. Thank you. Scheint irgendwas da oben zu verbergen in dem Raum. Und irgendwas will sie auch verdrängen. Oh, so einen schönen Fernseher habe ich jetzt auch. Ich glaube, meiner ist sogar noch ein bisschen größer, aber ist schon nicht schlecht. Weihnachtsschmuck. I miss Dad and his silly Santa Gringo accent. Spielzeug aufräumen. Naja, stolpert noch einer drüber. Bricht sich ein Bein, gerade bei den älteren Leuten. Das muss nicht sein. Auch wenn ich so, ich sag mal so, normalerweise würde ich sagen, haben die Großeltern für sowas schon nicht nur einen Sinn von Humor, sondern auch durchaus Verständnis. Aber bei ihr scheint das ein bisschen anders zu sein. Aber gut, gibt ja nicht nur gute Großeltern, gibt ja auch Großeltern, wo man sagt, lieber nicht. Eigentlich. Vielleicht auch aus solchen Gründen. Steven and get those keys. Ja, Wohlfahrtsflug. I heard Claire rehearse some songs. She's got the groove. Hört, lasst euren Weihnachtsgeist erklingen. Der Beaver Creek Weihnachtschor. 21. 22. 23. Dezember, 18 bis 19 Uhr, Main Street. Singt mit der ganzen Familie mit. Apfelkuchen, Eggnog und mehr bereitgestellt von C. Reynolds and K. Homer. Sorry for getting upset, Sean. I just don't feel comfortable talking about all this. Ah ja. It's fine, really. Ist ja okay, wenn es, ich meine, es betrifft die eigene Tochter. Oh, this looks cool. Mhm. Too bad it's broken. What happened to the ship? Oh, that thing? Steven made it years ago. But it fell and he doesn't know how to fix it. That's sad. Looks pretty cool anyway. Yeah. Well, it's life. Life is strange. I'm glad I picked these up. Gives me something to work on when they're all watching TV. Ach so? Guckt ihr nicht gern Fernsehen? Entspannen und zeichnen. Oh ja, das haben wir lange nicht mehr. He's letting him play with firecrackers again? I want to be in your drawing. Oh, for Christ's sakes.
Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. It's so nice to see you practice. I think I'm ready to draw this. I'm not moving. Hope I look good. Time to take the pen, dude. Drawing starts by observing, like our teacher used to say. Ja, und warum? Ah. Muss ich Oma beobachten? Das muss mir auch einer sagen. Okay, got it. Auch Menschen zeichnen kann ich gar nicht, ne? Aber er macht sich da einen Plan, also. Pretty good. But I can add more details if I want. I've looked enough. Time to draw now. Weave kindness into your daily narrative. Beautiful. I need to train my visual memory. Cool. I think I'm ready to draw this. Oh, Danny sieht aus wie ein Erwachsener. Hilfe! Oh Gott! Time to take the pen, dude. Gar nicht mal schlecht. Jugend. Liebesromane, oh, das war ja noch nie was für mich. Dieses Love. Passion Princess? Escape to Pleasure? Man. Does Claire read all these? Weiß ich nicht, also dieses Gesöte, das war noch nie meins. Wer drauf steht, soll sich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber für mich ist es halt nichts. That's luxury. Ich lese lieber so Romane und Thriller, wenn ich denn mal zum Lesen komme. Meistens habe ich ja, wie man vielleicht sich denken kann, ein sehr, sehr zeitintensives Hobby. Tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. You and Grandpa really looked funny before. Daniel, you would have looked the same back then. I would never get that. I wonder where this was taken. I don't picture Claire and Steven as world travelers. Where was that picture of you guys on the beach from? We went to Hawaii when Steven retired. That's so cool. I could totally see you surfing. Did you love it? So beautiful. Well, it was too much paradise for me. I think Steven could have stayed. Dad said Puerto Lobos was... I told you there's like a mini fish paradise. In it. Finally, some fresh air. Oh, sag mal, Daniel. Gotta get those shed keys from Steven. Was ist mit dem Spiel los? Da Daniel mit der 10-Jährigen noch sich noch in die Gespräche von Erwachsenen einmischt, das kann ich ja sogar noch verstehen. Aber da Daniel sich jetzt selber überschlägt, oh, das Spiel. Mach mal. I haven't seen any actual fish in there since we got here. Vielleicht gibt's keinen mehr. Gut. Wo ist denn Steven? Ah, hier. Think I need a handy assistant. Can you hand me the glue in the cupboard behind me? Sure. Hold. Whoa! Careful. Sorry, I forgot. That thing isn't too stable. Let me just... Okay. Sorry. My fault. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. It's the power cable, of course. Yeah, it happens all the time. Na, was kommt denn jetzt? So, listen, I've, noticed things with Daniel.
You know what I'm talking about, don't you? Shit. Ich kann ihm doch nicht... Das kann er doch nicht wissen. Daniel, was hast du getan? Wenn ich das Geheimnis bewahre, verliert er das Vertrauen. Sage ich ihm die Wahrheit, erklären sie uns für verrückt. Wenn es doof läuft, wenn er nicht das meint, was... Vielleicht meint er ja auch gar nicht das. Ah! Müssen das Geheimnis wahren. Auf alle Fälle. Not really. What things? Well, I'm not sure how to put it. Like, some kind of invisible force. The holy gift or something. Yeah. Daniel likes to pretend he's got superpowers, but... That's it. That's it? Okay. But be careful, Sean. You know, he's still so young. Sure. And by the way, let's keep this between us. Claire has a lot of strong beliefs. She wouldn't understand. Mm-hmm. She adores Daniel. And just wants both of you to be safe and happy. What I'm trying to say is, maybe you should stay here with us. I know you boys plan to run to Mexico, but... Warum nicht Porto Lobos? Warum denn eigentlich nicht? Ich sag mal, wir sind hier zu Hause. Ja, wir müssen nach Claires Regeln spielen. Okay, aber es gibt Schlimmeres. Wir haben was zu essen. Wir haben Wärme. Why not? Thanks. Maybe we could, but... Why not? I know, being out here in the sticks with us old farts isn't exciting, but... This is your home now. It's cool. Kind of different, but I just don't want you to get into trouble because of us. It's dangerous to be on the road. Do you think your father would have wanted this for his kids? Jetzt ist es anders. Du kennst ihn nicht. Du kennst ihn nicht, ist mir zu aggressiv. Er will doch wirklich nur das Beste für uns. Of course not. But everything's different now. I know. I know. Well, just think about it. But don't torture yourself. I will. Hey, Claire said you had the keys for the tool shed? Oh, sure. Here. You guys enjoy the sun. And be careful with that shed. It's probably a mess inside. Thanks. So here, it's good to see you in my lair, even though you were afraid. How come you have a disco ball? Are you, like, throwing parties and stuff? No, this is a souvenir, you know? I actually met your grandma during a disco night. Believe it or not. For real? Mm-hmm. Ooh, that's so cool. She was such a good dancer. Vielleicht warst du ganz. And I knew I was gonna marry that woman. Aww. One night stand. I have no idea what you're talking about. That sounds so very cute. Well, I'd show what it is if only these hips allowed me to. Das war ein One Night Stand, was denn sonst? Scheint unsere Mutter zu sein. Oh, you found this. I just forgot to, It's okay. It's been a while since I've seen her face.
Yeah. I like taking a look at it from time to time. Doesn't it hurt? Yeah, it does. But she's still my daughter, you know. I can't approve what she's done, but I think I understand. Good. I don't. Yeah, I'm sorry, Jean. Please don't... please don't say anything to Claire about this, okay? Don't worry. I won't. Zugkatalog. Steven sure takes his hobby. Ja. Ich sag mal so, wenn man alt ist und Zeit und auch ein bisschen Geld hat, wenn man vielleicht was verändert, dann hat man ja auch einiges richtig Zeit, seinen Hobbys nachzugehen. Das ist so. Und das ist wie jetzt, wenn man jung ist. Man hat keine, nicht mehr wirklich Verpflichtungen hat. Arbeitgeber muss man auch nicht, hat den ganzen Tag Zeit für sich. Solange man noch kann und noch so fit ist wie er. I'm sorry, Sean. I know you guys miss your games and your websites. Ja, was ist nicht so? Es ist so unsicher. Trust me, a break from all this can only do you good. You know, and it's safer that way. Yeah, yeah. Ist ja auch richtig. I know. Nichts ist schlimmer, als wenn er sich jetzt in seinen E-Mail-Account einloggt und die kriegen das raus. Wow. Is that you? Mm, yeah, that was taken when I retired. The mayor came to congratulate me himself. That's awesome. Yeah, really great day. I wish we'd been here. Gut. Dann wollen wir mal. Daniel wartet. There you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. No problem. Thanks so much. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for you! No! I'm busy. Busy my ass! Come over here! You gotta find me first! Jeez. So. Dann passt er wohl auch nicht rein. As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy. Was? Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Weiß- und Buntwäsche nicht mischen. Never. Benutze einen Becher Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meine Sachen ruinierst. Dann liebe deiner Frau. Deine Frau. Aha. Gut. Gotcha. Nee, ist nur ein Feuerlöscher. Wo ist der Bengel? Daniel, bewegt deinen Arsch jetzt hierher. Ach ja. I get that he's sick of all this shit, but... why are we playing this game? Weil ihm langweilig ist. Oh. Moment. Auch nicht? Aber so groß ist das Haus nicht. Hier drunter ist er wohl auch nicht. Das wäre zu offensichtlich.
feels so good to be safe at last. Do you see that? Hello, Daniel. I know you're in there. Gotcha! Come on, get your butt out. Okay. No more hiding. Seriously. Okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure. It sucks. I know. Thanks. Aber es muss sein. Gut. Muss noch kurz an der Zeit gucken. Okay. Er macht doch sowieso nichts. Yeah. Let me just throw our clothes in the machine and we're good. Waschen. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Jo. Licht aus. Staffelei. Gut, hier hatten wir, glaube ich, alles. Aquarium. Hey Daniel, can you show me the fish? Easy. Just watch. Und dabei ist das Aquarium kaputt geht, ne? See? Hello, little guy. Whoa. He's beautiful. So. Übungsbuch. I don't know when Daniel will be able to go back to his school. Ah, vielleicht nie mehr. Brettspiel räumen wir auch erstmal auf. See you tonight, buddy. Ach, als ob die nur ein Brettspiel haben. Claire can draw pretty damn good. Hmm. Guess it runs in the family. Stimmt. Gut, dann lass uns rausgehen. Boring laundry? Done. Time for... Whoa. Look at all these decorations. That's so cool. Okay, dann lass uns rausgehen. Okay. Time to burn off some calories. What do you say? Haha! Yes! Ah ja. Oh, es ist schön. Oh, man, finally! It feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Oh! Oh, oh, oh! Watch out for the pack. Mach mal auf hier. Get ready for storage wars. What's wrong? Frozen shut. Of course. Huh? Ah ja. Look. Ah ja. Ich hab's mir ja fast gedacht, als wir es gespielt haben, dass es von Daniel kommt. Aber die beiden ja schon gesehen haben. Hallo, Captain Spirit. Und wir sehen ja auch genauso aus, wie er bei mir aussah. Did you see that? Was gesehen, das haben wir. Ah, ist nicht
Das haben wir was gesehen. Was gesehen könnte ihn verletzen? Das haben wir. Könnte ihn unvorsichtig werden lassen. Andersrum, was soll hier passieren? Na gut, das ist Life is Strange. We did. It looks like you're okay, though. You were almost floating. I was. I could feel myself in the air. It was awesome. That's an awesome costume. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh, man. I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh God. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Sind unsere Großeltern auf der Durchreise? Oh, yeah. They're our grandparents. I see. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Ist das klar? Es ist eigentlich nicht unsere Aufgabe, uns bei den beiden einzumischen. Sure. No problem. Cool. See you around then. Na, schauen Sie dem das auch an, dass er nicht in Ordnung ist, aber. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Wieso kann der wieder laufen? Did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Nee, das war ein Notfall. Also wirklich. Ich sollte ihn vielleicht trotzdem nochmal an die Regeln erinnern, aber... Im Prinzip war das ein absoluter Notfall und ich hätte genauso gehandelt. Ja, lass uns nachgehen. No, you... You did the right thing. But listen... We can't let anybody know. We have to keep a low profile out here. He's like my age. I bet you would have done the same exact thing. Yeah, hätte ich. Don't be mad. I'm not mad, dude. It's over. Daniel, remember that we're hiding out. So no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time. Okay? Gut. Nee, wie gesagt, war die richtige Entscheidung. Alles gut, er hat auch gut reagiert. Hätte ich ihm jetzt Vorwürfe gemacht, das wäre unfair gewesen. Beaver Creek, Oregon. The next morning. Bin bei den Nachbarn. Oh, fuck. That kid never listens. Hey Gott, hat er jetzt einen in seinem Alter? Was soll denn passieren? Ist doch okay, ist doch schön für Daniel, wenn er einen Spielkameraden hat. Für Chris tut das auch gut. Nö. Ne? Ich will schon keinen Blödsinn machen. Ich glaube, Chris denkt jetzt selber, dass er Kräfte hat. Von daher. Ja, was soll ich dazu sagen?
Claire? Steven? Anybody home? Scheint nicht so. Well, looks like I'm home alone. Sieht ja fast so. Telefon? Well, maybe I could use the phone while they're away. It's been more than a month since I ditched my phone. Maybe the police stopped tracking us. Weiß ich nicht. Die Frage ist halt, inwieweit die die Telefone abhören, weil ich sag mal, es ist jetzt, ich kann mir ja sicher vorstellen, dass die jetzt mitten in, na gut, Steven and Claire are gonna freak if they realize he went to the Ericssons. Die Frage ist, sind die Großeltern, wenn wir jetzt irgendwo wären und würden damit leider telefonieren, dann wäre die wahrscheinlich, dass sie diese Telefone abhören, unwahrscheinlich, aber dass sie diese Telefone hier abhören, schon wahrscheinlich. Ich weiß es echt nicht. Aber andersrum, wir schulden es, Lila. Just a quick call can't hurt us. Yes? Lila? Hey. It's Sean. Holy shit. No way. How are you? Wow. You know, been better. I mean, you literally hung up on me. Sean, it's been weeks. How could you cut me off like that? Lila, I'm so sorry. We had to hide out for a while. Plus, I ditched my phone. Never heard of payphones? I had to lie to the police for you, for fuck's sake. They grilled me for hours after your last call. Ich wusste es, es tut mir leid. I'm so sorry. Thank you so much. I don't want you to get into any more trouble because of me. I better go. No! Please. Don't. Do not hang up on me. Not this time, dude. Talk to me. Please. How are you? How's Daniel? We're all good, Lila. Better than we've been for ages. I swear. Okay. Now, where the hell are you? Ich verrate den Ort nicht. Somewhere safe. Don't worry. Let's say we found some help. For now. Really? That's what I wanted to hear. Sean. I kept seeing all these awful things happen to you. I know. I'm sorry. Please tell me about you, about high school, anything, other than this fucking mess. Wie geht's Jen, wie geht's der Truppe? Wenn ich jetzt frage, wie geht's Jen, dann ist sie eifersüchtig, vielleicht. Wenn ich frage, wie geht's der Truppe, ist das, glaube ich, besser. Like, how's the gang? Well, the guys are fine. Adam's all about this new game. Fuck. I miss our LAN parties. They miss you, Sean. Oh. Ellery's now the captain of the track team. They're kicking ass. Considering they lost their best runner. Sure. I'm a pro runner now. What about Lila the Love Witch? Seeing someone? No way! I'm way too busy trying not to lose my shit over you and Daniel. I've been really worried, Sean. I'm on medication. I couldn't sleep anymore. Oh, fuck. Scheiße. You're gonna be okay, Lila. So are we. But you have to be strong. Ich rufe dir zurück, wir werden uns wiedersehen. We'll see each other again. We just have to wait until all this blows over and they forget about us.
you promise? It might be a while, but I'll try. When I can. Thank you for calling, Sean. You literally saved my day. It was so cool to hear your voice, Lila. I gotta go look for Daniel now, but I'm glad I called you. Oh, man. I miss you guys so much. You better take care of yourself. My baby boy. Give him a big hug for me. I will. You take care too, okay? Seriously. Love you, Lila. Das war ganz schön lang. Oh, wenn das mal nicht Konsequenzen hat. Aber wenn es nur so ein kurzes Telefongespräch gewesen wäre. I really miss her. Stop thinking about that. Dann wäre es okay gewesen, aber das war jetzt wirklich ewig lang und ich habe so das Gefühl, das geht böse aus. Mal kurz nachher Zeit gucken. We had a good time decorating the tree together last night. Das kann ich mir vorstellen. Daniel loved it. Okay, aber das und viel, das mir legen wir in der nächsten Folge von Let's Play Life is Strange 2. Bis dahin. Ciao. Come back to where you are.